Wisst ihr, was noch schwieriger ist, als mit dem TSV Havels in der ersten Saison die Klasse zu halten? Mit dem TSV Havels die Klasse zu halten und dabei keine Stürmer zu benutzen. Genau darum geht's in der zweiten Episode des Taktikduells. Und das Taktikduell läuft folgendermaßen. Ihr baut eine Taktik, ich baue eine Taktik. Derjenige, der die beste Taktik anhand der Kriterien baut, der gewinnt das Taktikduell. Die Kriterien dieses Mal sind: erstens, baue eine Taktik für den TSV Havelse. Zweitens, die Taktik darf keine Stürmerrollen benutzen. Ich lasse für jede Taktik eine Saison durchsimulieren und wer dann am Ende den besten Tabellenplatz ergattert hat mit seiner Taktik, der gewinnt das Taktikduell. Ja, ich habe diesmal unglaublich viele Einsendungen bekommen an Taktiken. Es freut mich mega, dass ihr da Bock drauf habt, dass ihr euch die Zeit nehmt und Taktiken einschickt. Ich kann natürlich in einem Video nicht alle Taktiken behandeln. Wir werden uns auf 3 Taktiken von euch beschränken und eine Taktik von mir. Tja, aber alle Taktiken, die jetzt nicht im Video vorkommen, die lasse ich jetzt nebenbei mal durchlaufen. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie kreativ ihr denn wirklich geworden seid. Denn tatsächlich ist es generell sehr, sehr, sehr kreativ gewesen. Eine kurze Sache, die wir uns vorher noch angucken müssen, damit wir wirklich wissen, wie schwierig es ist, mit dem TSV Havelse gut abzuschließen, ist die Medienprognose der ersten Drittligasaison. Und ja, es wird relativ schnell klar, dass der TSV Havelse laut den Medien, was die Qualität der Spieler angeht, die schwächste Mannschaft der Liga ist. Also zumindest von allen Mannschaften, die keine Zweitvertretungen von Bundesliga-Clubs sind. Das ist schon eine richtige Aufgabe und jeder, der es irgendwie schafft, mit dem TSV nicht abzusteigen, hat diese Challenge auf jeden Fall gemeistert. Falls ihr Ideen habt für weitere Taktikduelle, für irgendwelche Kriterien oder sonst was, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ich würde aber sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern fangen direkt an mit Taktik Nummer 1. Und Taktik Nummer 1 kommt von Jan FCU und Kalle. Und Kalle ist nämlich, und deswegen wollte ich diese Taktik sehr gerne mit dabei haben, Kalle ist U10 Co-Trainer des TSV Havelse. Das heißt, wir haben schon den ersten Havelse-Mitarbeiter mit dabei. Ja, die beiden haben sich hier für ein interessantes 4-3-3 entschieden. Interessant finde ich das 4-3-3 vor allem deswegen, weil wir hier 2 Spielmacherrollen drin haben und die beiden Spielmacherrollen stehen auch direkt übereinander. Wir haben Dennis Cicek hier, der den Enganche machen wird. Ich finde, Enganche ist für Cicek eine sehr, sehr, sehr passende Rolle, weil er zum einen die technischen und mentalen Fähigkeiten mitbringt, um diese Spielmacherrolle auszufüllen und physisch jetzt vielleicht nicht unbedingt der Spieler ist, von dem man sich dann viel Bewegung erhofft. Deswegen passt da Enganche ganz gut. Das ist ja eine sehr, sehr statische Rolle im Mittelfeld. Und dahinter haben wir mit Kayens Froese einen weiteren Spielmacher, und zwar einen vertikalen Spielmacher. Ja, es wird interessant zu sehen sein, wie diese beiden Rollen miteinander harmonieren. 2 Spielmacherrollen zusammen ist ja immer ein bisschen schwierig. Es kann natürlich funktionieren, weil im Football Manager, das haben wir im letzten Taktikduell gesehen, kann alles funktionieren. Insofern wird das interessant zu sehen sein. Wir haben einen Ballrollmann Mittelfeldspieler auf Unterstützen, wir haben einen Abräumer auf Verteidigen. Es wird hier schon ein relativ großer Fokus auf die Defensive gesetzt. Wir haben 2 Flügelverteidiger auf Automatisch, Teichgräber und Riedel. Bei einer kontrollierten Grundausrichtung werden diese beiden Flügelverteidiger eine Unterstützenrolle haben. Die Spielanweisung sieht so aus, dass wir ganz gerne das Zentrum fokussieren wollen. Das macht ja auch Sinn. Wir haben alles, was kreativ ist, ist ein Zentrum. Also quasi das Zentrum ein bisschen überladen. Und wenn es dann ein bisschen zu eng wird, dann haben wir auf den Außen Teichgräber und Riedel, die da die Breite als Flügelverteidiger geben. Vorne soll dann geduldig gespielt werden. Wir wollen nach Ballverlust nicht gegenpressen, sondern ziehen uns direkt wieder zurück. Wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig für den Gegner da hinten durchzukommen gegen den Ballerobener Mittelfeldspieler und den Abräumer. Es wird alles sehr, sehr eng sein. Bei Ballgewinn wird dann relativ schnell gekontert und es wird häufiger gepresst. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken rein, was mit dem TSV Havelse mit dieser Taktik nach einer Saison möglich war. Wir machen das Ganze mit dem TSV Havelse, weil es im Moment eine Havelse-Challenge gibt. Also es gibt einen Hashtag Havelse-Challenge. Das Ganze ist eine Kooperation zwischen FM2-Kette und dem TSV Havelse. Da gibt es auch ein super cooles Let's Play auf dem Kanal von FM2-Kette. Checkt das mal oben rechts in der Infobox ab. Ich bin auch mit dabei. Also ich kann da sogar einen Profifußballer interviewen, der dann sogar in einem Video für mich singt. Ist das cool oder ist das cool? Also guckt da mal rein. Also eine Taktik bauen zusammen mit einem Mitarbeiter des TSV Havelse, das kann doch nur gut werden, oder? Ja. Platz 19. Wir haben am Ende einen Platz 19. Das sind 32 Punkte. Viktoria Berlin wurde doch relativ deutlich zurückgelassen auf dem letzten Platz, aber der Klassenhalt konnte hier nicht geschafft werden. 10 Punkte Abstand zu Viktoria Köln, das heißt, es war auch schon relativ früh klar, dass der TSV es nicht schaffen wird, die Klasse zu halten. Man hat 60 Gegentore bekommen, was ein ganzer Haufen ist, 32 Tore geschossen, das ist auch nicht so viel. Im Grunde kann man sagen, dass das Ganze ja wahrscheinlich erwartungsgemäß so ist. Wir haben eben die Medienprognose gesehen, alles, was besser ist als das, ist eine richtig gute Saison. Aber da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Oder haben sie einfach nur Pech gehabt? Wir gucken uns mal die XG-Tabelle an. Für alle, die es nicht wissen, die XG-Tabelle findet ihr hier im Data Hub. Ihr geht einfach hier auf Anfordern, gebt XG ein und da haben wir auch schon die XG-Tabelle, die uns zeigt, Tabellenplatz 19 ist hier tatsächlich
Der erwartete Tabellenplatz. Ja, es hätten vielleicht ein bisschen mehr Punkte geholt werden können. Es wurden 32 geholt, 40 wären erwartet gewesen nach XG und nach XG against. Aber insgesamt ist die Saison doch so gelaufen, wie sie auch hätte laufen müssen. Außerdem nicht uninteressant finde ich immer die Passkarte des letzten Spiels, die uns so ein bisschen einen Einblick gibt, wie die Taktik dann realtaktisch auf dem Platz funktioniert. Und die sieht jetzt hier so aus. Wir haben die beiden Spielmacher, das ist Dennis Cicek und das ist Kainz Froese, tatsächlich relativ nah beieinander. Mich wundert ist, dass es da nicht mehr Doppelpässe gab oder dass es da wenig hellgrüne Pässe gab mit einer sehr hohen Häufigkeit. Aber man sieht, dass es mit dieser Taktik auch geschafft wird, den Ball ein bisschen nach vorne zu bringen. Zumindest im letzten Spiel gegen Waldhof Mannheim. Und das Spiel wurde 2-1 verloren in der 90. Minute. Ja, man kam aus der Underdog-Rolle hier nie so wirklich raus. Wir schauen mal, ob die nächste Taktik da einen besseren Job gemacht hat. So, und hier sehen wir den Entwurf von Quasimodo. Und wir haben dieses Mal ein 4-2-4, eine ziemlich offensive Taktik. Auch ziemlich symmetrisch, muss man sagen. Also wir haben zwei inverse Außenstürmer, einen rechts, einen links. Was ich interessant finde, ist, dass Dennis Cicek hier einen inversen Außenstürmer spielt, weil wir haben uns ihn eben schon angeguckt, er ist nicht unbedingt der schnellste. Ich gucke mir deswegen Dennis Cicek so oft an, weil ich ihn letztes Jahr in meinem Save mit dem LSK Hansa auch im Team hatte, hat er einen richtig guten Spielmacher gemacht. Wir haben zwei offensive Mittelfeldspieler auf Angreifen, Düker und Meier, Jeschke links als inverse Außenstürmer. Wir haben einen Spielmacher im Zentrum, das ist der vorgeschobene Spielmacher auf Unterstützen mit Kainz Froese. Daneben ein ZM auf Verteidigen. Was mich hier auffällt, ist, dass relativ viel auf die Standardrollen gesetzt wurde. Es ist so ein bisschen nach dem Motto Keep it simple. Das ist nicht unbedingt jetzt der Segundo Volante, der Nganche und der Mesala, sondern ZM auf Verteidigen, Außenverteidiger, Innenverteidiger, Außenverteidiger, Ulm auf Angreifen. Quasimodo hat auch ein paar Gedanken zu seiner Taktik mir zukommen lassen. Die kann ich euch hier gerne einmal einblenden. Da erzählt er ein bisschen, was er sich dabei gedacht hat. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was Quasimodo mit dieser Taktik erreichen konnte. Und hier sehen wir die erste Taktik, die es geschafft hat, tatsächlich nicht abzusteigen. 41 Punkte waren es am Ende, also wenn ich mich richtig erinnere, sind es dann 9 mehr als bei Jan und Kalle. Insofern ist das schon mal eine sehr, sehr gute Leistung und der Nichtabstieg ist natürlich ein riesiges Ding für Havelse. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Überraschung. Hallescher FC, Waldhof Mannheim und der SV Meppen und Viktoria Berlin alle dahinter gelassen. Es sind 41 Tore und 58 Gegentore. Das unterscheidet sich gar nicht so viel von dem, was bei Jans und Kalles Taktik passiert ist. Ich meine, da waren es auf jeden Fall weniger Tore, die geschossen wurden. Es war knapp, aber es hat am Ende gereicht. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die XG-Tabelle an, um zu gucken, ob das Ganze Glück war oder ob da vielleicht noch ein bisschen mehr drin war. Und auch hier sehen wir genau das gleiche Bild wie bei Jans Taktik. Der TSV Havelse steht absolut zu Recht auf dem 16. Tabellenplatz. Tatsächlich 17, 18, 19, 20 ist alles so gekommen, wie die XG es prognostizieren würden. Darüber wird es ein bisschen wilder, aber hier der Platz 16 auch so absolut zu erwarten gewesen. So, die Passkarte müssen wir uns natürlich auch nochmal angucken und hier sehen wir, dass das Ganze extrem symmetrisch ist. Wenn wir uns die Taktik nochmal ins Gedächtnis rufen, dann haben wir eine sehr, sehr, sehr hohe Symmetrie. Wir haben gleiche Rollen rechts und links. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist ein ZM auf Verteidigen auf der rechten Seite und der vorgeschobene Spielmacher auf der linken Seite. Das heißt, sowas ist vielleicht zu erwarten gewesen, dass man da so ein... Es sieht ein bisschen... Also keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie es dann auf dem Feld aussieht, aber so sieht es ein bisschen starr aus, vielleicht ein bisschen ausreichend. Rechenbar sogar. Ich mache es immer ganz gerne so, dass wenn ich eine Taktik baue, dass ich versuche asymmetrisch zu bauen, also nicht unbedingt die Position asymmetrisch, sondern auch die Rollen und Duties. Wenn ich rechts einen inversen Außenstürmer auf Angreifen habe, dann baue ich links dann vielleicht einen Flügelspieler auf Unterstützen ein. Dass man so eine kleine Imbalance in der Taktik hat, das macht einen dann eventuell ein bisschen schwieriger auszurechnen. Aber ey, was will ich sagen, die Taktik von Quasimodo hat funktioniert. Er hat den TSV Havelse in der Liga gehalten. Glückwunsch dazu, Quasimodo. Bevor wir gerade über sehr symmetrische Taktiken reden, da muss ich euch natürlich ganz, ganz, ganz kurz mal entführen nach Litauen. Denn da spielen wir genau das Gegenteil einer symmetrischen Taktik. Guckt euch das hier mal an. Das ist im Moment unser Ansatz in der litauischen ersten Liga. Wir sind ja gerade aufgestiegen aus der litauischen zweiten Liga in die erste Liga, spielen jetzt da, spielen auch sehr gut. Wir spielen tatsächlich um Europa mit. Das heißt, nächstes Jahr könnte es tatsächlich in die Conference League gehen, wenn es gut läuft. Unser asymmetrisches in der Taktikansicht aussieht, so symmetrisch ist es doch hier. Also relativ symmetrisch, finde ich zumindest. Und ich präferiere Symmetrie lieber hier auf der Passkarte als auf dem Taktikbildschirm. Falls ihr Bock habt, manchmal mit dabei zu sein, vielleicht ein bisschen mit an der Taktik zu tüfteln, weil fertig ist sie natürlich nicht. Wann ist eine Taktik schon mal wirklich fertig? Dann kommt doch einfach mal vorbei auf Twitch. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Taktik. So, und das ist die Taktik von Jonas G. Und er hat das Ganze ebenfalls wie die Taktik von Kalle und Jan mit einem 4-3-3 gemacht. Allerdings ist das 4-3-3 ein ganzes Stück breiter. Nicht mit zwei Schattenstürmern, sondern zwei inverse Außenstürmer und einen Schattenstürmer im Zentrum. Das ist
für meine Begriffe eine sehr offensive Taktik. Wir haben insgesamt 4 angreifende Duties, wir haben 3 unterstützende Duties und wir haben nur 3 oder 4, wenn man den Torwart mit dazu zählt, verteidigen Duties. Das heißt, hier wird sich nicht hinten reingestellt, hier wird versucht, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, selbst auf die Stärken des Teams zu setzen und irgendwie erfolgreich zu sein, indem man selbst Fußball spielt, was natürlich auch kein schlechter Ansatz ist. Generell im FM ist es ja meistens einfacher, eine Taktik zu bauen, die offensiv schlagkräftig ist, wenn man, selbst wenn man Underdog ist, als eine Taktik zu bauen, mit der man eine hohe defensive Stabilität hinkriegen möchte. Ja, das ist so zumindest meine Erfahrung. Ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich hingekriegt, eine Taktik zu bauen, die auf Defensive ausgelegt ist und aufs reine Kontern. Also insgesamt wahrscheinlich eine ziemlich offensive, auch mit der Grundausrichtung kontrolliert, aber ich würde sagen, es ist eine ausgewogene Taktik. Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine wirklichen Schwachstellen, vielleicht hier in dem Bereich, wenn der Flügelverteidiger weit vorne steht, wenn Linus Meier da vorne irgendwie rumgeistert, dann eventuell, aber ja, sonst sieht das für mich sehr ausgewogen aus. Wir haben tatsächlich eine tiefere Defensivlinie, also es wird versucht, den Gegner erst später anzulaufen und ein bisschen kommen zu lassen und dann natürlich zu kontern und auch sehr, sehr, sehr schnell zu kontern, den Gegner weit vorzuziehen oder weit zurückzuziehen in die eigene Hälfte. Und wenn der Torwart den Ball hat, dann soll es wirklich schnell gehen, dann wird der Ball mit langen Abschlägen tatsächlich über die gegnerische Verteidigung geschlagen. Sieht man auch relativ selten. Ich weiß gar nicht, was Quint für Werte in Abschlag hat. Er hat immerhin eine 13. Wir versuchen vertikaler zu spielen, wir versuchen mit höherem Tempo zu spielen. Das Zentrum soll überladen werden, um dann den Ball eventuell nach außen zu spielen auf die beiden Flügelverteidiger, die da die Breite geben. Passen die Tiefe ist an. Wir haben hier Froze, 13 Geschwindigkeit, Jeschke, nicht unbedingt der schnellste, und Düker über rechts, der eigentlich der zentrale Stürmer ist, der auch relativ groß ist. Vielleicht deswegen auch die frühen Flanken. Interessante Taktik, gefällt mir ganz gut. Dass sie mir gefällt, heißt aber noch gar nichts. Gefällt sie dem FM? Das ist die Frage. Und die Antwort ist auf jeden Fall ja. Wir haben einen neuen Punkterekord. Der bisherige Punkterekord war von Quasimodo mit 41 Punkten. Jonas holt mit seiner Taktik 45 Punkte und holt auch damit den besten Tabellenplatz. Nicht mehr Tabellenplatz 16, sondern Tabellenplatz 14, ist insgesamt 10 Punkte von den Abstiegsplätzen weg. Kainz Froze hat insgesamt 19 Tore geschossen, das heißt, der Junge als Schattenstürmer scheint da ganz gut zu funktionieren. Es wurden eine Menge Tore geschossen. 52 Tore, auch das ist bisher auf jeden Fall Highscore. 69 Gegentore auf der anderen Seite sind allerdings auch ein Highscore. Ich habe es ja schon gesagt, das ist eine ziemlich offensive Taktik und das schlägt sich hier dann auch nieder. Aber wenn man halt 52 Tore schießt, dann kann man es sich im Zweifel auch erlauben, 69 zu bekommen. Wenn man dann halt die Spiele gewinnt, und das hat er wohl geschafft. 11 gewonnene Spiele. Damit muss man sich auf jeden Fall nicht verstecken. Die XG-Tabelle ist hier auch im Grunde, ja, wenig aufschlussreich. Also auch hier ist Platz 14 geholt worden. Der ist auch laut XG zu erwarten gewesen. Es wurden deutlich mehr Tore bekommen, als hätten bekommen müssen. Das heißt, der gute Quint hat da vielleicht keine so gute Leistung hingelegt. Und es wurden aber mehr Tore geschossen, als hätten geschossen werden sollen. Haben wir schon gesehen, Kainz Froze da mit 19 Toren, da wird er seinen Anteil dran haben. Insgesamt aber eine Saison, die man so auch hätte erwarten können. Und die Passkarte gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Die sieht hier so aus. Im letzten Spiel gegen Waldhof Mannheim, sieht es tatsächlich relativ wild aus. Interessant. Also es ist jetzt hier nicht wie jetzt zum Beispiel bei der Taktik von Quasimodo, wo ganz, ganz, ganz klar dieses 4-2-4 zu erkennen gewesen ist. Wenn man mich jetzt hier fragen würde, was war die Grundformation dieser Taktik, würde ich sagen, keine Ahnung. Es sieht interessant aus. Es wird, wie es scheint, mehr über links gespielt. Aber was man hier auch wieder sieht, ist, dass es ausgewogen zu sein scheint. Wir haben wenig Pässe zwischen Innenverteidigern. Der Ball, das Spiel wird scheinbar gut aufgebaut. Und hier sieht man dann noch relativ wenig Probleme. Und guck mal hier, das letzte Spiel mit dieser wilden realtaktischen Aufstellung wurde tatsächlich sogar 3-2 gegen Waldhof Mannheim gewonnen. Guckt euch mal die Ergebnisse an. Hier, ein 3-6 gegen den VfL Osnabrück. Wahnsinn. Hier haben wir noch ein 3-3. Auch nicht schlecht. Noch ein 3-3. Also diese Taktik macht von denen, die wir bisher gesehen haben, auf jeden Fall am meisten Spaß. So Leute, damit haben wir eure Taktiken durch. Der beste bisher war Jonas G. mit 45 Punkten und einem sehr, sehr guten Tabellenplatz 14. Jetzt schauen wir mal, ob ich es schaffe, mit der Taktik, die ich gebaut habe, noch ein bisschen besser abzuschließen. Ich hab mir Zeit genommen für die Taktik. Ich habe viel rumprobiert und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass ich Jonas schlagen kann. Auf geht's. Ja, Leute, das ist meine Taktik. Ich habe eine Menge rumprobiert. Ich habe mir die Spieler lange angeguckt. Ich habe mir die Stärken der Spieler lange angeguckt und versucht da irgendwie eben die Stärken
der Mannschaft in Szene zu setzen, mich mit der Taktik, die ich hier gebaut habe. Also was mein Plan war, ist besonders über das Mittelfeld Gefahr zu kreieren. Über Linus Meier und Finn-Luka Lakenmacher, der ja auch bei Terry in den Videos echt abreißt. Finn-Luka Lakenmacher musste ich natürlich genau wie Terry als ZM auf Angreifen spielen, eben wegen seiner Schnelligkeit, wegen seiner Aggressivität und so weiter und so fort. Daneben hab ich Linus Meier, der ebenfalls ein sehr, sehr schneller Spieler ist. Das heißt, wir versuchen aus dem Zentrum ja, irgendwie mit Läufen und so weiter und so fort Gefahren zu kreieren. Der Quarterback des Teams soll Dennis Cicek sein, der ja, wir haben uns ihn schon zweimal angeguckt, der eben die technischen Fähigkeiten auf jeden Fall mitbringt. Und abgesichert wird er von Tusky, der da als tiefer Sechser fungiert. Die beiden Flügelverteidiger gehen weit mit nach vorne, Ledlow und Pivanets, und Tusky soll sich dann hier zwischen die Abwehrspieler begeben. Und dann wird es quasi offensiv eine Art, weiß ich nicht, 3-5-2 vielleicht oder so. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich bin gespannt, wie es dann real taktisch aussieht, ob es dann wirklich ein 3-5-2 ist oder eben nicht. Vorne Düker und Jeschke sind quasi No-Brainer. Ja, das war so meine Idee. Ich habe auch versucht, wenig Anweisungen zu geben. Ich habe hier gar keine Anweisung gegeben, was das Spiel mit dem Ball angeht. Mir war es wichtig, dass das Spiel über die Innenverteidigung aufgebaut wird und dann über den Spielmacher als nächsten Schritt. Und wenn wir den Ball gewinnen, dann soll es halt auch schnell gehen. Wir haben vor allem im Mittelfeld schnelle Leute. Gegner im Ballbesitz habe ich natürlich, wie könnte man es anders machen, wenn man so eine enge Formation spielt, dann musst du den Gegner irgendwie nach eng zwingen. Das heißt, die Breite hinten ein bisschen auseinanderziehen, nicht unbedingt Flanken zuzulassen, über die Flügel das Doppeln, das wollen wir nicht. Ich denke, das ist die größte Schwäche dieser Taktik. Natürlich, einfach zu versuchen, den Gegner hier im Zentrum so ein bisschen zu nerven, zu pressen, hart in die Zweikämpfe zu gehen. Ich meine, ich habe im letzten Taktikduell auch mit mir in die Zweikämpfe gehen gespielt. Ich scheine ganz gerne so Holzer-Taktiken zu bauen. Ich finde das ich finde das sympathisch. So viel jetzt erstmal zu meinen Ideen. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert hat. Komm, gehen wir mal auf die Tabelle. Okay. Damit bin ich sehr zufrieden. Platz 14. Das ist zusammen mit Jonas G. Der beste Tabellenplatz. Allerdings habe ich ein paar Punkte weniger geholt. Er hat, meine ich, 45 geholt. Bei mir sind es nur 41. Das heißt, ich kann jetzt schon mal sagen, Jonas, Glückwunsch zum Sieg im zweiten Taktikduell. Ich habe es wieder nicht geschafft, euch zu schlagen. Mann, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Aber irgendwie hat's wieder nicht gereicht. Diesmal war es aber tatsächlich knapp. Mit Platz 14 bin ich einigermaßen zufrieden. Das ist schon in Ordnung so. Mich würde interessieren, wie viele Tore geschossen wurden. Guck mal hier, Detlo, 18 gelbe Karten. Also da bin ich auf jeden Fall Spitzenreiter, was das angeht. Da kann man den Titel keiner streitig machen. 60 Gegentore, 35 Tore. Wenn ich das so sehe, dann würde ich anhand dieser Ausbeute jetzt erstmal nicht auf Platz 14 schließen. Das sieht im Grunde eigentlich ein bisschen schlechter aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, mit der Ausbeute kann ich ganz zufrieden sein. Die Defensive hat nicht funktioniert. 60 Gegentore, damit bin ich die drittschlechteste Mannschaft, und was die Tore angeht, bin ich die viertschlechteste Mannschaft. Und da am Ende dann Platz 14 rauszuholen, das ist schon echt eine Leistung. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir uns jetzt die XG-Tabelle angucken, dass ich da irgendwie auf Platz 17 oder 18 oder sowas lande. Also es sieht so aus, als hätte ich ein wenig Glück gehabt damit. Ja, und tatsächlich, guck mal hier, Platz 18 laut XG. Aber das Glück war scheinbar in dieser Saison auf unserer Seite. Die 35 Tore passen so ungefähr, die 60 Gegentore passen auch so ungefähr und die 40 Punkte passen halt auch. Also ja, Glück gehabt, würde ich mal sagen. So, die Passkarte finde ich bei mir jetzt besonders interessant, natürlich persönlich, weil ich sehen möchte, wie mein Plan taktisch funktioniert hat oder ob er nicht funktioniert hat. Okay, wir sehen tatsächlich, dass sich der tiefe Sechser scheinbar oft fallen lässt. Zwischen die Innenverteidiger. Die Innenverteidiger stehen dadurch relativ breit auseinander. Die beiden Flügelspieler geben die Breite. Soweit, so gut. Das war der Plan. Dennis Cicek ist hier absolut im Zentrum. Der ist der Quarterback. Sieht auch so aus, als würde er zusammen mit dem Innenverteidiger und dem Torwart vielleicht die meisten Pässe geben. Und was ein bisschen problematisch ist bei der Taktik, ist, dass wir hier in diesem Bereich sehr verdichten. Also wir haben den Box-to-Box und den Schattenstürmer und den ZMA und den offensiven Mittelfeldspieler auf Angreifen. Die stehen sich quasi auf den Füßen. Da hätte ich vielleicht andere Rollen wählen müssen. Vielleicht mit Mesala gehen, eventuell auf einer Seite. Insgesamt gefällt mir das vom Ding her aber gar nicht so schlecht. Man könnte sicherlich noch mal ein bisschen dran arbeiten, aber vom Ding her ist das schon soweit in Ordnung. Nochmal Glückwunsch an Jonas G. zum Sieg im zweiten Taktikduell. Ganz, ganz stark. Schöne Taktik, die du da gebaut hast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Taktikduell dann auch wieder mit dabei seid. Falls ihr Bock habt,
folgt mir unbedingt auf Twitter, denn da kommen die Anforderungen für das nächste Taktikduell. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nochmal Dank an jeden, der eine Taktik eingeschickt hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video, was höchstwahrscheinlich dann das zweite Video der Kiel-Serie sein wird oder eine weitere Folge des Newcastle-Saves. Schauen wir mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.